CEO. Oh. And the money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo liebe Goldsucher, immer noch auf der Suche nach der richtigen Börse für den Handel mit Kryptowährungen? Heute stelle ich Ihnen eine weitere hervorragende Option vor, Apex Exchange. Heutzutage achten immer mehr Menschen auf die zentralisierte Kryptowährungsbörsen. Das liegt an den Sicherheits- und Datenschutzproblemen auf zentralisierten Plattformen. Ja, wir werden uns noch lange an den berüchtigten Fall von FTX erinnern. Und wir haben andere bewährte, dabei dezentralisierte Anbieter in unserem Arsenal, wie zum Beispiel Uniswap und PancakeSwap. Sie gewährleisten Sicherheit und schützen die Privatsphäre der Nutzer, ohne eine Identitätsverifikation zu verlangen. Das ist großartig. Aber das sind bei Weitem nicht die einzigen Anbieter, die uns das bieten können. Wir wollen schließlich spannende Alternativen. Und hier kommt Apex Exchange ins Spiel. Dieses Projekt ist relativ neu, aber ich werde trotzdem etwas Zeit seiner Geschichte widmen. Die Geschichte von Apex begann im Dezember 2021 mit Unterstützung des Bybit-Inkubators Davion Labs. Anfang 2022 startete die Börse in die Beta-Testphase. Am 21. November 2022 hat Apex Pro offiziell den Betrieb aufgenommen. In Apex wurde von großen Fonds investiert, wie Dragonfly Capital, CyberX, Jump Trading und andere. Das weckt Vertrauen in die Zukunftsaussichten der Plattform. Übrigens ist Ihre eigene Apex-Münze in letzter Zeit um das 7-fache gestiegen. Behalten Sie das auch im Hinterkopf. Lassen Sie uns nun kurz einen Blick auf die Funktionsweise von Apex Pro werfen. Wir werden nicht zu tief in die technischen Details eintauchen. Ich werde nur das Wichtigste hervorheben. Apex Pro basiert auf dem Arbitrum One Blockchain, der eine Schicht über Ethereum ist. Es ermöglicht es, die Transaktionskosten zu senken. Außerdem werden Dienste wie StarkX und Validium für die Anonymisierung von Transaktionen und Beschleunigung der Prozesse genutzt. Apex Pro nutzt ein traditionelles Orderbuchsystem, wie es bei zentralisierten Börsen üblich ist, allerdings für Futures-Kontrakte. Verkäufer platzieren Verkaufsorders, Käufer Kauforders und bei einem Preisabgleich kommt ein Handel zustande. Das heißt, der klassische Mechanismus von Angebot und Nachfrage funktioniert. Das sollte für Nutzer von zentralisierten Börsen vertraut sein. Welche Netzwerke unterstützt Apex Pro? Obwohl die Börse auf Arbitrum One basiert, ist sie auch kompatibel mit Netzwerken, die auf der Ethereum Virtual Machine basieren. Welche Kryptowährungen werden auf Apex Pro gehandelt? Ursprünglich wurden auf der Börse nur 5 Kryptowährungen für den Futures-Handel angeboten. Bitcoin, Ethereum, XRP, Atom und Doge. Alle wurden gegen den Stablecoin USDC und nicht gegen den in solchen Diensten häufiger verwendeten USDT gehandelt. Aber das hat keinen Einfluss auf die Liquidität, wenn man die kolossale Marktkapitalisierung beider Stablecoins berücksichtigt. Mittlerweile hat sich das Spektrum der handelbaren Assets erheblich erweitert und umfasst etwa 40 Handelspaare. Hier gibt es sowohl Paare, die an USDC als auch an USDT gebunden sind. Allerdings befinden sich die meisten über USDT gehandelten Paare noch im Beta-Modus. Aber es ist völlig klar, dass die Anzahl der Assets kontinuierlich wächst und in diesem Tempo weiter wachsen wird. Nun zur interessantesten Besonderheit der Apex-Börse als die zentralisierte Börse. Das ist die Möglichkeit, mit einem Hebel zu handeln. Beim Einstieg in die Welt des Futures-Handels ist die Verfügbarkeit von Hebeln ein Schlüsselaspekt. Es ist wichtig zu wissen, wie stark Sie Ihre Investitionen durch Margin-Handel steigern können. Dies bietet die Möglichkeit, sowohl Gewinne zu steigern, als auch potenzielle Risiken in Zusammenhang mit der Liquidation von Positionen einzugehen. Die Entwickler haben sich dazu entschlossen, das maximale Handelshebel auf 25x festzulegen, was für die meisten Nutzer standardmäßig ist. Welche Arten von Orders können während des Handels platziert werden? Es gibt 3 Optionen. Die erste ist der Marktorder. Er ist der einfachste. Sie geben einfach den Betrag an und platzieren Ihren Order sofort, ohne jegliche Verzögerung. Short oder Long, das spielt keine Rolle. Dann kommt der Limit Order. Wenn Sie Kryptowährungs-Futures zu einem bestimmten Preis kaufen möchten, setzen Sie einfach einen Limit Order. Wenn der gewünschte Preis erreicht wird, wird er aktiviert und Sie beginnen mit dem Handel. Und der dritte, bedingte Orders.
Sie unterteilen sich in bedingte Markt- und bedingte Limit-Orders. Ihr Prinzip ist sehr einfach. Für jeden dieser Orders können Sie einen bestimmten Preis festlegen, bei dem der Order ins Orderbuch aufgenommen wird. Mehr Details über jeden von Ihnen werde ich möglicherweise im nächsten Video über Apex erzählen. Das Instrumentarium für komfortablen Handel ist hier mehr als ausreichend, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Aber was ist mit den Gebühren? Auf der Börse Apex Pro gibt es zwei Arten von Gebühren, für Maker und Taker. Wenn Sie einen Order platzieren, der von einem anderen Benutzer ausgeführt wird, werden Sie zum Maker und zahlen eine Gebühr von 0,02% des Betrags. Wenn Sie auf einen Order eines anderen Benutzers reagieren, sind Sie Taker und zahlen eine Gebühr von 0,05%. Die Börse bestimmt automatisch Ihre Rolle, so dass Sie sich darüber keine Sorgen machen müssen. Wenn Sie einen Order von seiner Ausführung stornieren, wird keine Gebühr erhoben. Es gibt auch eine kleine Gebühr für die Eröffnung eines Orders, die pro Handelsstunde berechnet wird. Und wenn ich klein sage, meine ich wirklich mikroskopisch klein, praktisch nicht wahrnehmbar. Zum Beispiel beträgt sie für das Paar Bitcoin USDC nur 0,00125% pro Stunde. Und für Neulinge, die von den zuvor präsentierten Informationen noch eingeschüchtert sind, bietet die Plattform ein Testnet an. Das ist ein spezielles Testnetz, das für die Entwicklung und das Testen neuer Funktionen, Dienstleistungen und Kryptowährungshandelsplattformen verwendet wird. Hier können Sie Ihre Kryptowährungs-Wallets verbinden und den Futures-Handel ohne echte Investitionen ausprobieren. Und was ich auch super finde, ist die Benutzeroberfläche. Bequem und intuitiv. Was haben wir denn hier? Dashboard ist ein interaktives Menü, das Daten zu Ihrem Handel an der Börse anzeigt. Hier sind alle Hauptindikatoren der Plattform. Hier sehen Sie die Handelsvolumen und die Anzahl der Transaktionen. Lehrreich und bequem. Wie Sie sehen, kann diese Börse bereits die Anforderungen von Tradern jeglichen Niveaus erfüllen und sie entwickelt sich ständig weiter. Besuchen Sie unbedingt die Website über den Link in der Beschreibung und erkunden Sie das Projekt selbst. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie auch in sozialen Netzwerken präsent sind, wo Sie den Neuigkeiten folgen können. Und ich denke, das wird nicht das letzte Video über die Apex-Plattform sein. Also, abonnieren Sie unbedingt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und schreiben Sie in den Kommentaren, ob Sie noch mehr Videos über die Apex-Produkte sehen möchten. Und das war Lea mit euch. Bye, bye!